Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Grounded, zusammen mit dem Simtex aka Montix. Ich brauche was. Oha, das hat sich ja mal. Ja, ich. Hä? Oh lol, da ist gerade ein Wassertropfen bei mir weggeglitscht. Okay. Der Tempel ist definitiv neu. Die Seerosen auch. Und dieses. Was ist dieses Gras? Weißt du, wie das heißt? Ist da. Ja. Irgendwie genau. Schilf oder? Keine Ahnung. Schilf, ja, ich glaube, das ist Schilf. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Wir haben da vorne, ach, Wasser. Ja, ich war so lange nicht mehr hier, ich muss jetzt erstmal wieder das gute alte, dreckige. Erstmal gutes Dreckwasser trinken. Ja, Mann. Gut, Wasser-Update raus. Es gibt jetzt Kois, es gibt Kaulquappen, es gibt ganz viele komische Insekten im Wasser. Und eine Wasserspinne. Immer noch nicht überzeugt von der Wasserspinne, wollte ich nur mal anmerken. Mit anderen Worten, ich brauche einen Speer mit meinem schönen Hammer da, den ich mir gecraftet hatte. Mit dem kann ich unter Wasser nicht kämpfen. Der ist viel zu langsam. Licht. Ich habe immer einen Speer. Die Frage ist, wir müssen diesen Dreizack herstellen und wir brauchen auch diese Keurüstung. Will ich jetzt irgendwie Aquaman gehen oder? Ja, ich werde Aqua. Wir werden Aquaman. Aber Workbench Gear. Hä, wo mache ich denn nochmal den Speer? Komplett alles vergessen. Weil normaler Speer, Mensch. Ja. Bei Tools. Ja, ich bin bei Tools, aber ich sehe keinen Speer. Ich sehe Arrows. Ganz ich oben. Nicht Workbench Tools, Tools. Ja, Tools. Ich sehe eine Axt, ich sehe einen Hammer. Ah, ich sehe auch einen Speer. Okay, gut. Ich nehme alles zurück. So, Speer. Ich brauche einen Sprig. Ich brauche Plant Fiber und ich brauche einen Stein. Trockenes Kram. So, ich habe einen Speer. Den muss ich nur noch equippen. Wo ist er denn? Hier ist er. Was kommt dafür weg? Wir machen es einfach mal auf 7. Schießt du mich ab? Nee. Was? Ich höre dich. Ich höre das. Aber ich bin mega weit weg. Warum höre ich das? Weiß ich nicht. Okay, was hältst du davon, wenn wir jetzt einfach mal zum Wassertempel gehen? Ja, lass mich doch noch. Ich bin jetzt noch kurz. Wenn du da noch Wasser machen willst, muss ich auch mal was machen. Weißt du? Ich bin fertig, aber ich kann auch gerne mal schon mal reinschauen. Oh lol, wie das unter Wasser aussieht. Was ist das da? Eine neue Quest, das geht weiter. Ich hab Leak. Was haben wir? Find your way to the Pond Depths. Ja, das ist hier, im Tümpel. Ja, das ist hier das wahrscheinlich das neue Labor, was du gesagt hast. Ja, das, was im Trailer war. Man kann hier. Was ist das hier? Sieht aus, als könnte ich das mit irgendeinem Tool. Ja, ich brauche, das ist wahrscheinlich Lehm oder sowas. So, also ich habe gerade irgendwelchen komischen Liquid-Wachs gefunden. Und es gibt hier unter Wasser auch so Luftblasen, wie ich sehe. Also ich brauche kein Tauchgerät. Lol. Da ist der Koi. Und? Der ist groß. Bist du bald mit ihm befreundet? Ich glaube eher, ich bin Viechfutter, wenn er mich angreift. Warte, so eine Spinne ist ja, so eine Wolfsspider ist ja eine Sache, aber das Ding ist nochmal, das ist nicht, der Koi ist ein bisschen kleiner als der Vogel. Ah, also ganz normale Größe. Ja. Das willst du unbedingt bekämpfen gehen. Ich schwimme jetzt mal zu dem hin. Oh mein Gott, der hat Aggro auf mich. Nein, ja, leider nicht. Viel Spaß. Ich kann ihn angreifen. Aber ich bin unter Wasser nicht so gut. Er hat mir keinen Damage gemacht. Irgendwie. Oh, hier also ist noch ein Koi. Wie, hier ist noch ein Koi? Oder er ist nicht bei dir. Das ist meiner. Der ist, ja, der ist gerade weg. Der ist nicht bei dir. Der ist meilenweit weg von dir. Der ist aber der weggeschwommen von mir. Der ist absolut bei mir gewesen. Also ich ja, ins Wasser also du brauchst dringend eine Brille. Nee, ich hatte. Gibt's Kaulquappen? Okay, gut. Also, da vorne sind Kaulquappen. Der Koi hat gerade einmal gegrunzt und ist dann abgehauen. Nachdem ich ihn attackiert habe. Vielleicht ist er auch friedlebend. Ich weiß es nicht. Aber ich würde jetzt erstmal. Jetzt verstehe ich's. Okay. Erstmal in den Wassertempel rein. Okay. Hier gibt es ganz viele Kaulquappen unten drunter. Was passiert, wenn ich die angreife? Willst du es direkt rausfinden? Nix. Die haut ab. Oh. Die geben bestimmt irgendwas Gutes, was wir für die Rüstung oder so brauchen. Für die Keurüstung. Vielleicht geben die Flossen? Ich weiß es nicht. Aber ich will es wissen. Mal die ja, töte ihn. Oh, der ist schnell.
Das wird definitiv Sinn ergeben, wenn man damit Flossen herstellen kann. Ins Auge kommen. Nur mal die richtige Zack. Finden. Ja. Nice. Was habe ich? Tadpole Meat? Ich habe nur Tadpole Meat bekommen. Hoch. Ja, vielleicht wie bei den Spinnen, dass du da verschiedene. Weißt du? Ja, sammel mal, wenn du dieses Liquid Wachs unter den Seerosen findest, sammel die mal ein. Okay. Anscheinend, ich habe das Gefühl, die kann man für was Gutes gebrauchen. Aber wenn du mit mir, wenn du hier hochkommst, können wir, glaube ich, ja, dann können wir auf den auf dieses Wassergestein da drauf gehen. Oh, gerade was? Was gibt's hier Schönes? Ich habe hier gerade. Oh, hier gibt's ein Lab. Nice. Sogar mit Science. Und wieder ein Lock. Wo? Oh, den Holzstock hoch, oder was? Ja. Und der Typ sagt irgendwie nichts Wichtiges, aber ich kann das Wachs analysieren. Alter, mach das schon. Was gibt das mir? Slime-Lantern. Ich hab das Gefühl, die kann unter Wasser leuchten. Weißt du, was ich meine? Ja. So, die Frage ist aber, ich find's schön, dass hier ein Coin ist, aber ich kann nichts mit dem Coin machen, ne? Oder? Kann ich den kaputt hauen? Nö. Nö. Die Frage ist, kommen wir irgendwie hier hoch? Also ganz hoch? Oder müssen wir uns hochbauen? Du hast das Wachs analysiert, hast Dings bekommen? Das Fleisch, konntest du das analysieren? Nee. Man konnte Fleisch noch nie analysieren, aber ich gehe jetzt überprüfen, ob man nur Fleisch von denen bekommt. Ich habe auch noch gerade Andy kaputt gemacht. Und hast du Fleisch bekommen? Die lecken bei mir brutal im Wasser ich teilweise. Ich habe nur Fleisch bekommen. Ja, dann kriegt man wahrscheinlich auch nur Fleisch von denen. Ja, dann ist das wahrscheinlich so. Ich kann mir vorstellen, dass man von denen, also ich weiß nicht, ob das in dem Update drin ist, aber ich habe das mal gesehen, dass auf jeden Fall so Wasserläufer-Ski reinkommen sollen. Ja, da habe ich gerade eben einen gesehen. Davon hast du einen gesehen? Ja. Dann lass mal den suchen und töten gehen. Okay. Und währenddessen verpasse ich dem Käumer noch einen Stich ins Gesicht. Du machst mich fertig. So, Kumpel, ich bin wieder da. Grunz mal schön. Der hat voll die Narben. Ich war das nicht. Ich will dich nur einmal pieksen. Oh, ich glaube, jetzt ist er aggro auf mich. Ja. Okay. Um es so zu sagen, im Chat hat gerade gestanden, Lessig was slapped out of existing. Warte, was? Ah ja, hier steht's auch. Out of existing. Oh mein Gott. Alter, nein. Der ist ja mal, der one-shottet mich ja. Trotz meiner Rüstung. Ja, der hat dir mal Links-Rechts-Kombination gern. Okay, gut, ich würde mal behaupten, wir halten uns fürs Erste von dem fern. Gesagt, da ist die nächste Entwicklungsstufe einer Kaulquappe. Wo ist die nächste Entwicklungsstufe einer Kaulquappe? Ja, bei mir. Dann wo? Hä? Ich bin bei dir. Ja. Warte, unter deinem Ding ist noch ganz viel Liquid-Wachs, das will ich haben. So, ich Alter. Bin, wo bist du? Bei dir hier, hinter dir. Ja, über dir. Du bist schon so in 3D-Welten, okay. Ne. Man merkt's. Wo war nochmal links? Ah, ich schwimme lieber in der Third Person. Sie sind da vor mir? Vor mir? Ja. Oh, ich brauche Luft. Ich brauche erst Luft. In Englisch steht oben eine Sekundenzahl, in Deutsch DE1067. Geil. Okay. Wo ist jetzt die nächste Entwicklungsstufe der Kaulquappe? Unter dir. Das ist eine Wasserspinne. Aber hier ist dieses Dings. Was? Wo? Du schwimmst gerade so. Das ist doch keine Kaulquappe, Junge. Das ist ein scheiß Insekt. Ruderwanze. Sag mal, in Biologie hast du auch nicht aufgepasst, oder? Absolut nicht. Und die hat Boatman Finn gegeben. Die sind wichtig. Die brauchen wir. Oh, ich brauche Luft. Oh Gott, das wird Damage geben. Hat das Levelchen abgegeben. Hello, als ob man einfach instant stirbt. Wenn man keine Luft mehr hat. Kann der Käumer bitte weg von meinen Items gehen? Oh, der Käu ist bei mir. Ja, ich glaube, der hat Bock auf dich. Ich bin kein Käufutter. Man kann doch Leitern herstellen, oder? Warum? Weil ich gerne auf diesen Turm da würde, den Wasserturm, und gucken, ob es da was Schönes drauf gibt. Du hast recht,
Anscheinend sieht nicht so aus, als würde es da oben was geben. Außer, dass der Vogel da landen kann. Dann gibt es wahrscheinlich wirklich nur innen drin das Lab. Zu dem ich übrigens mal gerade hinschwimme. Ich muss noch dieses Wasser-Dingens, wie hieß das nochmal? Finn-Boatsman oder so analysieren. Aber das Ding, was du gemacht hast, ist ganz gut. Für an die Wasser, also für schnell ins Wasser zu kommen. Ja, ich weiß, man springt ziemlich tief, ne? Ja, ja. Ich war jetzt quasi fast auf dem Boden. So gut, dann schauen wir doch mal, was gibt mir die schöne Bootsfinne. Ich sag Flossen. Boot. Ja, Finfloats. Was brauche ich dafür alles? Wahrscheinlich Flossen. Na, was ist denn das dann? Workbench Tools. Hier, Finflops. Wir brauchen 4 von den Waterboat Fins. Eargrass. Wir müssen Seetang wegschnitzeln gehen und Liquid Wachs. Dann können wir die ganzen Finflops machen. Für das Zeug unter Wasser so zu machen, brauchen wir dieses Messer, ne? Ah, hier den Pebble-Dagger, den brauchen wir dafür. Dann muss der erstmal gebaut werden. Damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch gerne mal ein Abo da, dann könnt ihr nichts mehr auf diesem Kanal verpassen. Schaut doch auch mal gerne meinem lieben Montix vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag, bleibt lässig und tschüss.